Entschuldigung. Ich war fertig. Was geht los? Ins Krankenhaus, ne? Aber ich brauche nicht mehr viel, dann bin ich Level 15, dann können wir ins nächste Haus gehen. Ich stehe zwar da, aber ich kann mich nicht bewegen. Ja, warte doch mal, ich bin ich noch auch. Nicht da. Ich habe noch Ladebildschirm. Jetzt. Jetzt ist es so, ich nehme EMF und Batschi ist weg. Was nehme ich denn da damit? Aber da ist ja noch ein Quatschi. Wir haben zwei Quatschis mit. Ja, aber bringt das was? Selbst wenn jemand bei dir ist, wird er antworten. Okay. Dann nehme ich ein Quatschi mit. Ja. Tschüss, Lisa. Die rennt schon los. Ja. Oh oh. Ja, ich muss kurz stehen bleiben. Ich muss kurz. Baby gucken. Baby hat gerade gekotzt. Oh. Oh, ich muss ein Bildschirm heller machen. Ja, ne? Vor uns in der Lobby wurde mir das zu. Nee, ich hab schon heller. Das ist ganz. Das Spiel ist extrem dunkel. Ja. Da habe ich extra kein Licht an, ne? Ne, ich habe bloß das kleine Licht an, damit ich. Ist da jemand? Bist du hier? Also, Ektoplasma hab ich keins. So. Baby schläft weiter? Baby schläft weiter. Cooles Baby. Ja, oder? Erstmal kotzen und dann wieder weiter schlafen. Ja, ich hatte wieder Ist da jemand? No. Warum nicht? Doch, mein Papa sitzt dort. Wo? Ich hoffe nicht, dass er im Krankenhaus ist, ja gruselig. Ach so, das mal vor. Es ist jetzt nicht mal der 24. sondern der 25. Sender. Ich gehe hoch. Okay. Viel Spaß, ich gehe mal in den Raum hier rein. Jo. Ist hier jemand? Mr. Geist? Denkt ans Englische. Glaube, ist hier jemand? Haben das noch nicht implementiert. Hello. Are you here? Ja, aber die Box reagiert, sobald ich quatsche. Ach so. Ja. Da geht die los. Egal, was du machst. Okay. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Are you here? Ja, hier unten. Unten? Treppenhaus. Are you here? Ah, warte. Ging gerade hier. Are you here? Hallo. Jetzt geht's nicht. Bist du hier? Ist das klar? Unten. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das der Raum unter dir ist. Are you here? Hallo? Quatsch da aber nicht mehr mit mir. Ist da jemand? War das oben? Ganz oben in dem Raum? Hm. Gehen wir mal hoch. Naja, ich habe auch noch keine Ecto-Dinger gefunden, also. Ja, alles gut. Weil ich war bloß in dem Vorraum. Leica, komm her! Los! Bind dich an, Fräulein. Ist da jemand? Are you here? Wir hatten ja gerade einen. Are you here? Hallo? You are here? Hier drinnen. Oh, ja, are you here? Oh, Alter! Are you here? Gar keine Leiche mehr. Hallo? Ja, hier.
Ich hab Ecto. Bei mir geht's grad an. Ecto ist da. Ecto und... Oder Beweise? Reika! Her hier! Ektoplasmaflecken und Geisterbox. Es kann kein EMF sein. Es können keine Fingerabdrücke sein. Okay. Bin ich raus. Wir haben nur so eine Staffelei, Gefriertemperatur oder ESG. Gehen wir mal runter. Ja, dann hören wir mal ein neues. Ich habe bloß das Ecto-Ding und die Fingerabdrücke mitgehabt. Ich habe bloß die Geisterbox und... Ich habe zwar das Thermometer dabei, aber das ging nicht unter 5%, also 5. Ja, mal noch die Staffelei und das andere Gerät. Genau. Wir haben hier eine Temperaturschwankung zwischen 20 und 25. Es geht die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Heute schießt Lisa mal Geist ab, hä? Heute schießt Lisa doch. Nein. Doch. Nein. Doch hoch. Ich weigere mich. Dann können wir die Aufgabe näher abschließen. Dann hat's Pech. Ich glaube nicht, Tim. Dann bleibst du hier. Nö. Also es können keine Fingerabdrücke sein? Nee. Das... Ich nehme die Staffelei mit. Okay, ich würde mal die Ecto-Ding erstmal noch behalten. Brauchen wir ja dann bestimmt nochmal. Ich habe den Strammacher und die Staffelei. Wir brauchen das Gerät hier noch. Das kann ich ja. Was denn? Achso. Ektoplasma und Sprachbox. Achso, ja. Schließe ein solides Foto von dem Geist. Geisterbox ist das, habe ich schon gedacht. Das müssen wir nachher machen. Waffenteile finden, Ratten in Kessel und ein Foto vom Geist schießen. Oh Gott, das will. Alles klar. Also brauchen wir jetzt eine ESG, das habe ich einstecken. Du hast die Staffelei und die Kamera. Hab ich noch. Und du hast Thermometer. Na dann los. Schieße ein solides Foto vom Geist. Also. Was ist denn das solides? Ich habe keine Ahnung. Wo man ihn wahrscheinlich drauf sieht. Ich will das nicht. Warte mal. Lisa, nimm du mal die Staffelei. Schau mal, kleinen Fotoapparat. Da muss ich das hier lassen. Kein cooles Kruzifix. Cooles Kruzifix. Dieser Hund macht mich wahnsinnig. Weißt du jetzt, warum ich den immer eingesperrt habe? Ja, das müssen wir morgen ummachen, sonst dreht die ab. Die muss einsperren. Die ist wie eine Beklebte dann. Ja. Die will ich eigentlich hochschaffen. Leica! Also momentan ist wirklich schön hier. Dreht doch doll frei dann. ESG. Leica. Platz. Hier. Ist heute wirklich. Reagiert aber erst, seitdem es so dunkel ist. Ja, sobald es dunkler wird, da dreht die am Appel. Wie kann ich das nochmal abstellen? Oh, wo ist er? Hä? Ach nee, ich hab bloß hier diese komische verschwommene Sicht. So. Halt. Geh. Wer hat denn hier Pillen gefressen? Wo schmeißt der hier bloß mit Sachen? Der schmeißt hier mit Sachen. Wie? Draw a picture. Show me. Alter! Bitte Licht hier.
Zeige dich. Ja, aber das Bild kannst du erst nacherschießen, nicht jetzt schon. Ja, sobald. Ach so, wir müssen sie erst einloggen. Draw a picture. Ich geh zum Auto. Zum Zelt. Ist ja kein Auto. Na doch, Auto steht daneben. Kannst du gleich mal auf der Seite gucken? Ja, deswegen ja. Und auf die Kamera. Ja. Alter. Wenn da wenigstens noch ein Körper liegen würde, wäre das ja noch cool, aber da liegt er nicht. Vor allen Dingen, ich habe gerade ein Foto gemacht, da siehst du auf dem Fotoapparat siehst du gar nichts davon. Ja. Weil ich dachte gerade mal sowas fotografieren, weißt du? Mhm. Also der Gefriertemperatur wird wahrscheinlich hier nicht werden. Draw us a picture, please. Na ja. Zeig dich. Nein. Wahres Gesicht. So, wir sind bei, ihr seid bei 86, 90, so in der Dreher. Alles schick. Ja, ist ja alles gut. So, Kameraquelle ändern. Na, sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wenn ich das Licht anmache, ob das... Achso, hat sie schon angemacht. Ne, das sieht ganz gut aus so. Ne, das Problem ist, ob du das dann hier auf diesen komischen Gerät siehst. Müsste ja. Draw us a picture. Leica, hierher. Du bist langweilig. Ja, das mit der Temperatur wird nichts. Nö, nee, sonst würdest du ja auch Stinkeatem sehen. Hier hast du noch Stinkeatem. Ja. Da das ausmacht. Bei Phasmophobia, wenn du Stinkeatem hast, heißt das nicht, dass es Gefriertemperatur ist. Ja, das hatten wir ja letztens schon. Das ist assi. Kommst du mit oder bleibst du hier? Ich gehe, komm ja schon. Ich bin ungern in Krankenhäusern. Wisst ihr ja. Ach, übrigens, deine Entbindungsstation macht zu. Ich weiß. Total bescheuert, oder? Total bekloppt. Da könnte noch, gerade so noch und das war's. Ja. Naja, dann machen die irgendwann das in Riesa zu und dann stehst du da und musst nach Leipzig oder nach Dresden. Mhm. Nee, die nächste Station für uns, also für mich, wäre jetzt Wurzen. Ja, du bist du in Wurzen bist, hast das Kind dreimal gekriegt zum Teil. Das ist so. Du wurdest in den Krankenwagen gerufen. Wurzen geklappt. Mit Weida hast du noch. Hört ihr eigentlich Papa seinen Film? Nö. Gut. Was Film? Papa guckt Avengers. Und wie man sieht, sieht man nichts. Ist das aulig. Jetzt heißt es wieder warten. Das ist ja was Neues. Jetzt hab ich was gehört. Das war meine Nase. Achso. Dörre. Oh, ganz schrecklich. Was könnte das sein? Beweise. Ein Guipo Geisterorden. Guipo. Wir haben keine Daten. Na prima. Eine Shade oder eine Mülling.
Willing. Toll. Die Bezeichnung zwischen Milling und Feuer ist uns noch unklar. Der schmeißt er im Gelümpel durch die Gegend, das ist der Wahre. Ja, falls kein Feuer in der Nähe ist, wird es aggressiv sein. Es wird zuerst jedes Feuer in seiner Nähe löschen, bevor es zur Jagd beginnt. Also müssen wir es abfackeln. Das Krankenhaus. So, wenn es ein Shade ist, das heißt dann Staffelei. Im Dunkeln sind sie aggressiver. Eine helle, erleuchtete Umgebung schwächt den Shade. Ja, toll, aber. Wir brauchen das Licht dann selber nicht. Das Problem ist ja, der wirft da die ganze Zeit Gelümpe durch die Gegend. Jetzt ist die Frage. Ihr guckt mal weiter auf den Bildschirm. Ja. Ich versuche mal die Staffelei woanders hinzuschleppen. Wie man sieht, sieht man immer noch nicht. Ah. Wir starren wieder auf einen Bildschirm, damit wir auf dem Bildschirm starren. Ja. Dass wir Spiel im Spiel spielen. Ja. Ach, Jane? Ja? Weißt du, ob es noch mehr Hörbücher von den Schaltwandern gibt? Sag mir nicht, du hast schon alle durch, die ich hab. Doch. Weiß ich gerade nicht. Müsste ich gucken. Und wenn ja, kann ich da irgendwie was bezahlen oder irgendwie? Ich gucke. Ich glaube aber, wir sind auf dem aktuellsten Stand. Dann muss ich mir die Bücher kaufen und lesen. Draw a picture. Jetzt hat er das Ding weggeräumt. Eins sehe ich hier noch. Disco Pogo. Ey, mach das Licht wieder an. Der 21. Draw as a picture. Ja, ich habe jetzt Fahrt im Nebel. Bin ich gleich durch. Draw a picture. Ach, das war doch Frank. Ja, ich habe jetzt gerade geguckt. Du bist ja weiter als ich. Soweit habe ich noch gar nicht gehört. Das ist der 13. Du hast bis? Warte, ich suche gerade 13. Ich müsste doch mehr haben. Seid ihr noch Betis? Nee, bloß die Staffelei. Warte. Wahrscheinlich das war der Bogen. Ah, da ist die Staffelei. Da in der Ecke. Gestaltwandler. So, da kann ich die Kamera auch weiter rüberstellen. So, Scherben der Hoffnung ist die 14. Die habe ich. Jetzt sehe ich gleich gar nicht. Ach, jetzt. Draw a picture. Seht ihr beide Geräte? Ich sehe bloß ein Gerät. Ich sehe auch bloß das eine. Jetzt sind wir beide. Also ich. 15? Ja. Show me. 15. bis 16 hab ich auch. Draw a picture. Ah, ich hab gerade 2 gesehen. Okay. 17 hab ich. Muss mal zwischendurch mal hier auf den Monitor gucken. Ah, ich guck gerade. Ein Frank. Licht aus. Funzel aus. Ja, ich hab gerade das Licht ausgemacht. Show me. Sieh mich? Was? Was?
Da. Was heißt ASG? ASG. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich. Hab ich jetzt gezwinkert oder was? So schnell war das weg oder wie? Ja, das war nur ganz kurz. Das ist so ein kleiner Fettarsch. So. Damit das ist ein Q-Guipo. So, jetzt musst du ein Bild von dem Kanacken machen. Also bis zur 20 habe ich. Die 21 habe ich dann, glaube ich, nicht mehr. Eine Ratte habe ich hier oben gehabt. Gut. In dem Raum. Die Waffenteile und die Ratten. Und ein Foto machen. Foto muss Frank machen. Wir gucken noch den Rest zurück. Ach so. Wie sieht denn das aus mit der Sanity? Ach, alles nur im grünen Bereich. 8%. Ja, also bis zur 20 hast du noch und dann... Ach so. Na gut, dann habe ich ja noch. Weil ich sie nicht mehr gefunden habe. Die anderen. Ja, die heißen dann Age of Trinity. Ah, okay. Aber wenn du... Alter, sei stille. Alter, was war das? Hast du auch gehört, danke. Ja. Da hat auch schon mal seine Blutfontäne gemacht. Das haben wir nicht gehört. Das waren andere komische Geräusche. Ich hab eine Ratte und ich hab ein Waffenteil. Ich hab ein Bild. Sehr schön. Kommt dein fetten Arsch. So, eine Ratte hab ich. Eine Ratte hab ich. Jetzt brauche ich den... Ich gucke noch oben in den anderen Raum. Hier ist der Kessel. Aber hier ist... Hä? Keine Ratte. Achso. Jetzt zeigt er sich alle 2 Minuten oder was? Ah, hier im Treppenhaus ist noch eine Ratte. Hast du noch die Platz? Kann ich nicht mit... Nein. Dann komm ich zu dir oder ist Lisa? Lisa ist schneller. Lisa ist schneller. Da gucke ich hier unten noch nach Waffenteil. Ein Waffenteil habe ich hier auch noch gefunden. Gut. Es fehlt ja dann bloß noch eins. So. Da gehe ich gleich mal ganz runter gucken, ob dort unten ein Waffenteil ist. Ja, ich gehe mal wegschaffen, die Ratte. Ach, hier unten ist der Motor. Okay. Nö, ich sehe, ich habe keinen Waffenteil. Eins fehlt noch. Wie gesagt, eins habe ich gehabt. Ja, ja. Ich habe auch eins. Ich glaube, es waren ja 3 Waffenteile, ne? Ich glaube, ja. Gut, ich habe jetzt nicht ganz oben, hatte ich jetzt nicht noch ein Waffenteil geguckt. Ich gucke nochmal hoch. Weil ich ja mich erstmal auf das scheiß Foto fixiert hatte. Ich hatte jetzt aber auch kein Waffenteil jetzt weiter gesehen. Ich ja genauso wie die Ratten, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich gucke jetzt nochmal vorne. Ist das hatte ich auch gerade vor. Weißt du, wie das hier stinken muss eigentlich, ne? Die ganzen Leichen. Hier, ja. Hier glitscht der Schrank rum. Alter! Hässliche Mückenvieh! Biegst du mir auf den Rücken? Ich glaube, ich Spinne. Was? Eine Spinne oder Mücke? Nee, hier oben ist kein Waffenteil. Hier hinten Uni? Hier auch nicht. So, wo ist der Hexenkessel? In dem einen Raum unten. Also hier so, im Mittelgeschoss. Viele Räume unten. Ah. Hier geht's nicht rein, okay? Mäh hat gemacht. Mäh. Mu. Hier hatte ich die eine Ratte und das Waffenteil. Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Ja. Du guckst du auch gerade hier. Ja. Unten wart ihr schon. Ja. Okay. Hab ich geguckt. Da habe ich nichts gesehen.
Ich kann gerade sagen, entweder war ich völlig blind oder was ist das nicht hier? Ja, ja! Achso, ich wollte gerade sagen. Nee, ist der Hund. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, den N sehe ich schneller, weil er weiß ist. Aber die braune Eule, hier siehst du nicht so schnell. Nee, also unten. Crazy. Sie wurde Bubba hab ich gefunden, ja. Ja, ja. Diese ist unten. Aber. Seltsam. Hässliche Mücken. Nicht solche goblin Geräusche. Alter, Riesen mit Motte. Was ne? Gerade Motte. Motte. Mücken geht nicht los. Die Motte flattert mich an. Ja, ein Teil fehlt noch. Es ist schön, dass du mir das Licht anmachst, aber eigentlich will ich gar nicht. Geh weg! Mann, du Arsch! Zack. Alter! Ich bin noch sehr lieb. Leica, hierher! So nicht! Mach Platz. Da ist endlich Ruhe. Mach Platz, Leica. Da. Das sind alle so bei 60-50%. Also Frank müsste auf jeden Fall was nehmen, der ist unter 60%. Naja, dann kommen wir erstmal schnell raus. Ballern wir uns mal was rein und dann gucken wir nochmal. Irgendwo muss es ja sein. Kann ja nicht weg sein. Das hat der Geist gefressen. Die Sau. Weil Lisa nicht schießen will. So. Daran liegt Tetzer. Alles deine Schuld. Gibt's immer auf die werbelosen kleinen Menschen. Ja, klar. Die können schon nicht so werden. Deswegen sage ich die werbelosen kleinen Menschen. Sieht man eigentlich das Bild irgendwo? Leica, hierher. Hierher. Leica, hierher. Aus 4-1. Hierher! Hierher! Die hat keinen Löffel mehr. Obwohl ich das Mikro zuhalte, hört ich das trotzdem? Jo. Ja. Zwar nicht so laut, als würdest du das normal lassen, aber. Hier unten habe ich vorhin gerade geguckt gehabt. Ja, ja, wir auch schon. Wir haben überall schon geguckt. Habt ihr gefunden? Nein. Nein. Wir haben Pille eingeschmissen und sind wieder reingerannt. Okay. Ich höre dich nicht atmen. Oh, Entschuldigung. So. Mikro war zu weit unten. Hier ist nur der Kessel drin. Genau, dort habe ich mich auch schon reingeguckt. Was? Was? Schulz. Call me. Telefon! Kann gerade nee. Muss gacken. Ne, gacken ist jetzt nicht. Wir suchen aber Waffenteil. Ist doch nicht. Crazy! Ist okay. Nochmal. Oh. Okay.
Kann ich sehen, dass das weg ist? Geplitscht. Nee. Wolltet ihr nicht? Papa, das machen wir morgen früh. Ach, das macht ihr morgen früh. Dann würde ja der Hund alles zerstören. Der Hund? Ja. Ja, da muss doch woanders angemacht werden. Aber erstmal halt. Weißt du, wie komisch das aussieht, wenn die zwei den Hund anmachen? Der Frank hat gerade gesagt, weißt du, wie blöd das aussieht, wenn die zwei den Hund anmachen? So. Habt ihr es gefunden? Nein. Nein. Soll ich da mitsuchen? Sag mal, der hat ja irgendwo ganz schön rumgeschmissen. Rumgewütet, die Sau. Ja, ich weiß. Bin ja dabei. Der hat von so hinter mir die Tür zugemacht, der Arsch. Hat er gerade bei mir und macht hier Dampf an. Ey, was ist die Tür das offen? Irgendwo rumbackt das Ding. Das ist ja natürlich jetzt scheiße. Ja, wie gesagt, ich sehe es hier nirgendwo. Hat der Geist doch wieder verschleppt. Da will nie abgeschossen werden. Wahrscheinlich. Ich würde irgendwie abgeschossen werden wollen. Kurios, kurios. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir noch gucken sollten. Gibt ja keine weiteren Räume, wo wir reinkommen. Nö. Ja, deswegen. Wo kommt der Ball her? Weiß ich nicht. Weißt du, was gruselig wäre, wenn diese Leichen aufstehen würden? Ja, ja, das hab ich letztens schon mal zu Frank gesagt. Oh. Ich glaube, mir würde dann ganz leicht, ganz schnell komisch werden. Ja, ich glaube mir auch. Ich glaube, die würden mich nicht mehr hier reinkriegen. Hä, was soll denn das sein? Ich verstehe es auch nicht. So, ich habe jetzt unten nochmal alles abgesucht. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gefunden. Ich erwische mal. Oh! Alter! Scheiße! Kommt sie jetzt auch zu dir angekrabbelt? Alter! Mein Herz! Alter! Mein Mikro hat bestimmt gerade wieder übersteuert! Angekrabbelt? Hatten wir gerade das gleiche? Das kommt so eine krabbelnde Tante. Nee, bei mir nicht. Bei dir nicht? Bei mir war es eine krabbelnde Tante. Oh. Nee. Da kam plötzlich aus der Tür was rausgesprungen. Oh Gott. Nee, du hast doch den Ball dort vorne, Bobo. Schatz. Ja. Und an den wollte ich gerade nochmal dranlatschen, weil der mir immer wieder entgegenkommt. Ja. Und in dem Moment, wo ich vor dem Ball stehe, kommt so eine kleine Samara-Tusse an. Aber auf allen Vieren. Die wollte mitspielen. Oh, da habe ich erstmal leicht leise gequietscht. Ich habe jetzt auch gerade gebrüllt. Kann dich auch nicht. Ich hab Mutti und Papa erschreckt. Oh, das ist ein Spiel Puls. Für die ganze Familie. Ja. Also ich finde das, nee.
Ich auch nicht. Bei dir oben oder unten? Ich bin unten. Ich bin gerade über vorne. Am Eingang. Wie, da ist der Ball. Ich gehe nicht zu dem Ball. Oh, Alter, ich war von bei dem Ball, da war gar nicht. Das war gerade. Geh vor. Also ich finde das nicht. Ich war hier, hab hier unten alles abgesucht. Ich finde das nicht. Sonst hätten wir das in wenigen Minuten, ne? Ja, ja. Vor allem, weil wir jetzt... Ich hab's gefunden. Wo denn? Ganz hinten in dem Scheißhaus, wo das Loch in der Wand ist. Direkt hinter Mülleimer. Oh, das war ich doch gerade mal drinnen. Ja, aber du hattest, wenn du wieder rausgehst, hast du auf der rechten Seite so einen Mülleimer. Und dort dahinter lag das. Wenn du da nicht richtig hingeguckt hast. Ich war dort hinten auch schon drin gewesen. So, wer schießt? Lisa ist schon draußen. Ich nicht. Du oder ich schon? Ist mir egal. Oh, schießt du. Ich muss noch wieder... Oh, mein Herz schlägt immer noch bis zum Hals. Tür zu. Los zu. Ja. Es geht los. Ich bin bei dir. Tschüssi. Naja, du Feigling. Ja. Rollisch. Kennst mich doch. Na, mal schauen, wie lange wir jetzt schon schlafen. Da war auch schon der Dicke. Jetzt. Oh. Wie ich um die Ecke gekommen bin, habe ich gleich sonst wohin geschossen. Der Dicke kam uns schon entgegen. So ein Schreckschuss mitten in der Luft. Dort draußen steht er. Der Geist. Hallo. Welche von uns? Weiche von mir. Du bist der Geist. Das tippen wir oft. Du hast du keine Hobbys? Naja, da vorne schämen. Den lassen wir hier. Oh, wir haben alles fertig. Ich will die Bilder sehen.